Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, ich habe zwar letzte Woche erst gevloggt, aber ich dachte, ich nehme die Kamera bzw. das Handy mal wieder in die Hand. Der letzte Vlog hat wahnsinnig wenig Klicks gekriegt. Ich hoffe, das ändert sich noch im Laufe der Zeit. Aber ich mache das ja nicht für die Klicks, sondern auch, weil ich das gerne tue und weil ich natürlich auch gerne Sachen aus meinem Leben festhalte und dann kann ich sie mir später nochmal angucken. Und wenn es euch interessiert, dann schaut ihr gerne rein. Ja, was steht heute an? Ich muss auf jeden Fall eine Torte backen. Ich habe mir vorgenommen, nicht einfach nur einen Geburtstagskuchen für meine Mama zu machen, sondern eine Torte. Ich habe noch nie eine Torte gebacken. Spoiler Alert. Das kann spannend werden. Ich werde jetzt gleich einkaufen fahren, noch ein paar Zutaten holen und dann lege ich auch schon los. Und ich drehe noch die nächste Wochendeko. Auch da muss ich sagen, die letzte Deko hat mir so gut gefallen und komischerweise hat die auch super wenig Views auf YouTube. Also sie ist zwar gut angekommen auf Instagram, aber die Klicks, die sagen echt so nicht gut. Aber ja, was soll ich machen? Ich kann es nicht ändern, aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, wenn ihr nochmal vorbeischaut, weil die Deko ist echt schön geworden. Wirklich. Schaut mal vorbei. Los. So, ich habe eingekauft. Alle Zutaten liegen bereit. Das ist hier für die Creme. Die Eier sind für den Kuchen. Creme, Kuchen und so weiter. Ich muss aber gestehen, dass ich den Teig mit diesen Backmischungen hier mache. Ich habe zwei geholt, weil das immer relativ wenig oder niedriger Kuchen wird. Deswegen, weil ich zwei Schichten ja brauche, also unten und oben, backe ich quasi die doppelte Menge und dann schneide ich es in der Mitte durch. Ich benutze dafür, Achtung, Werbung unbezahlt, die Nusstart von Dr. Edgar, weil die einfach super lecker schmeckt. Also, ich weiß nicht, warum soll ich das jetzt anders zusammenmixen, wenn ich einfach weiß, dass das eine super geile Torte oder ein super geiler Teig ist. Da muss man auch nur noch 4 Eier und 200 Gramm Butter oder Margarine zupacken und dann ist das Ganze schon fertig. Schmeckt super lecker. Mein Papa hat sich das zum Geburtstag gewünscht, weil er das so gut fand. Das ist nämlich so ein ganz sapschiger Teig und ich liebe das, wenn wie bei Schokokuchen, wenn das so schön, ja, so ein feuchter, leckerer Kuchenteig ist und nicht so trocken. Und das ist halt bei dem auf jeden Fall der Fall. Deswegen werde ich jetzt einmal das anmischen und dann kümmere ich mich um meine Creme. Und ich hatte auch noch Himbeeren im Frost, also die sind selbst gepflückt von letztem Jahr. Die habe ich mit meiner Mama letztes Jahr gepflückt und ich habe immer noch welche davon im Frost. Wir haben nämlich zusammen fast 10 Kilo im Eimer gehabt und das Geld ist uns ausgegangen. Deswegen mussten wir dann nochmal zum nächsten Hof fahren, um Geld abzuheben. Das war sehr witzig, die Story, aber auf jeden Fall habe ich die jetzt schon mal heute Morgen rausgelegt, damit die auftauen und wie ich die in die Creme mache, das gucke ich dann später. Aber jetzt wird erstmal der Teig angerührt und in den Ofen geschoben. Mal wieder ein bisschen Foodporn hier im Vlog. Und der einarmige Bandit braucht jetzt wieder einen zweiten Arm. Ja, der Kuchen ist fertig, also der Boden und die Mittelschicht sozusagen, beziehungsweise Boden und Deckel. Und jetzt seht ihr auch, warum ich zwei Packungen genommen habe, denn sonst wäre das so dünn gewesen, dass ich es nicht hätte teilen können. Dann habe ich hier schon mal die Creme vorbereitet. Das ist einmal steif geschlagene Sahne plus Mascarpone-Creme mit Vanillinzucker und mit Puderzucker, also ich habe die Sahne mit Vanillinzucker und Sahne steif geschlagen und die Mascarpone mit Puderzucker gemixt und dann alles zusammen gemixt. Und hier sind immer noch meine Himbeeren, die tropfen hier gerade ein bisschen ab, denn ich muss mal gucken, wie ich die noch integriere, damit das nicht zu sapschig wird alles. Aber die nächste Herausforderung ist jetzt, diesen Teig hier in zwei Teile zu teilen. Und ich habe keinen Kuchenretter wie meine Mama, dass man den dann so dazwischen schieben kann, um das eine Teil sozusagen vom anderen wegzuheben. Das wird gleich noch spannend.
Aber ich zeige euch einen Trick, wie man einen schönen geraden Schnitt setzen kann. Und ja, den Boden teilt. So, ich hoffe, ihr könnt den ganzen Kuchen jetzt hier ganz gut sehen. Ich habe hier einen Faden und den hat meine Mama dann immer um den Kuchen rumgelegt. Da, wo man den Kuchen teilen möchte. Und vorne hat sie die beiden Bänder überkreuzt genommen. Und das, was sie dann gemacht hat, ist einfach zu ziehen. Und ich hoffe, das klappt jetzt. Und das Seil reißt nicht. Come on. Kuchen, du schaffst das. Shit. Okay, erster Versuch hat nicht geklappt. Ich weiß auch nicht, Mama hat, glaube ich, immer Sternenzwirn benutzt. Der hier ist irgendwie ein bisschen zu unscharf. Also wenn ihr jetzt Sternenzwirn habt, dann dürfte das funktionieren. Hiermit leider nicht. Na gut. Ja, ich musste den jetzt mit dem Messer zerschneiden und ich bin gerade richtig stolz auf mich. Okay, es sieht nicht ganz so gerade aus, aber es ist mega gut geworden. Ich habe jetzt hier zwei Hälften und meine Creme und die Himbeeren. Und werde, glaube ich, erstmal die Himbeeren jetzt hier drauf verteilen, dann die Sahne drauf, dann den Deckel wieder drauf, wieder Sahne drauf und dann das Ganze noch so außenrum verschmieren und so weiter. Aber ich bin gerade richtig stolz. Ich bin gerade richtig stolz auf mich. Schaut mal, wie gut die geworden ist. Das Ranmatschen war natürlich eine kleine Challenge, aber ich finde, das sieht für den ersten Tortenversuch doch ganz gut aus. Ich habe mich dafür entschieden, noch ein bisschen was oben drüber zu raspeln, damit es nicht ganz so unfertig aussieht. Ich weiß aber, dass Mama nicht so der Fan von mega süßen Toppings ist. Und die Torte ist, glaube ich, schon ziemlich süß. Deswegen habe ich das ein bisschen dezenter gehalten. Aber ich bin voll stolz. Das sieht voll gut aus. Morgen ist der Geburtstag. Da kann ich euch dann auch ein Stück zeigen auf dem Teller, wie das dann so geworden ist, wie es von innen aussieht und vor allem sagen, ob sie auch geschmeckt hat. Die Creme ist auf jeden Fall super lecker. Die habe ich eben schon beim Randstreichen probiert. Die ist sehr, sehr lecker und sehr süß. Aber ja, ich bin voll happy. Jetzt kommt das Ganze erstmal in den Kühlschrank. So, die Deko ist fertig und wenn dieser Vlog online ist, ist auch schon das Deko-Video online, also schaut gerne mal vorbei, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und ja, jetzt muss ich hier so ein bisschen mein Chaos wieder aufräumen, das sich hier wieder gebildet hat. Aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Sehr produktiv bin ich heute. Finde ich gut. Guten Morgen, ich begrüße euch mit Tourbahn heute. Ich bin gerade am Sachen packen und dann werde ich zu meiner Mama düsen, beziehungsweise meinen Eltern. Mama hat heute Geburtstag und ich muss aber hier noch ein bisschen klar Schiff machen, in der Küche vor allen Dingen noch ein bisschen was aufräumen, damit da nichts anschimmelt, während ich weg bin. Und die Blumen nochmal gießen und dann werde ich mich irgendwann auf den Weg machen. Und so sieht das aus, wenn ich versuche, meine Sachen rauszulegen. Also ich versuche seit einer Weile immer in Outfits zu denken, also gleich Sachen zusammen rauszusuchen, die auch zusammen passen. Denn ich habe das ganz oft, dass ich dann zwar 1000 Pullover dabei habe oder Oberteile, die ich total toll finde, aber dann nichts mehr, womit ich das kombinieren kann. Oder das passt dann irgendwie nicht so richtig zusammen. Und deswegen ja, bin ich jetzt gerade dabei, so ein bisschen was rauszulegen. Oder ich nehme halt so Universalsachen mit. Zu einer schwarzen Hose passt ja fast alles. Und dann habe ich immer so ein bisschen Auswahl. Das ist jetzt so der Anfang. Viel brauche ich aber nicht mehr, weil so lange bin ich dann auch nicht weg. Aber ja, das muss jetzt auf jeden Fall noch gepackt werden. So, die Sachen sind alle verstaut. Der Kuchen bzw. die Torte, die muss ganz still sitzen bleiben, weil sonst gibt es einen Malheur. Aber die ist so schwer, die wird sich, glaube ich, keinen Millimeter bewegen. Auf geht's.
Im Schnitt. Ich habe hier gerade meinen Laptop vor mir stehen und habe das Video fast fertig geschnitten. Aber ich wollte noch ein Outro drehen, denn sonst wäre das Video ein bisschen abrupt zu Ende gegangen. Und ich wollte einfach nur mal loswerden, dass das Konzert von Jamie Cullum, wo ich war, wahnsinnig gut war. Insgesamt war das eine Woche, in der ich viel unterwegs war, viel mit meiner Familie unternommen habe, mit meiner Mama unternommen habe. Wir haben spontan auch meinen Bruder besucht, aber das habe ich nicht gefilmt, weil das einfach privat war und das, was ich gefilmt habe, also so eine Autofahrt nach Wolfsburg oder so, war jetzt nicht so spektakulär, dass ich es hätte zeigen können. Ja, ansonsten hoffe ich natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Ich weiß, dass die Vlogs bei euch nicht so gut ankommen wie Planer-Videos, aber ich mache die selber einfach sehr gerne und es werden auch noch weitere Folgen, denn ich habe auch nach dieser Woche noch ein bisschen was gefilmt, was ich dann demnächst auch noch posten werde, also da könnt ihr euch drauf freuen, wenn euch das interessiert. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben, das Glöckchen, Abo, Kommentare natürlich am meisten. Und dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche, Tag, je nachdem, wie schnell das nächste Video online kommt. Tschüss!